hier seht ihr nun das Gebäude des Studentenwerks. Im ersten Stock des Gebäudes findet ihr die Zentralmensa. Das ist die größte Mensa der Universität, ganz Göttings, mit über 10.000 Essen am Tag, zur Vorlesungszeit regulär. Die Mensa ist sehr groß und auch gut ausgezeichnet, verschiedenen Auszeichnungen. Es gibt dort seit einigen oder vielen Jahren mittlerweile das sogenannte Free-Flow-System. Das heißt, ihr könnt in verschiedenen Stationen innerhalb der Mensa euch verschiedene Komponenten zusammensuchen. Also ihr wollt jetzt zum Beispiel einen Schnitzel essen, allerdings nicht die Pommes dazu, sondern lieber Kartoffeln oder Reis oder sowas. Dann könnt ihr das beliebig zusammensetzen. Das ist jetzt hier die Besonderheit in dieser Mensa und zahlt darauf halt einen relativ günstigen Preis, weil die Essenspreise hier auch vom Land subventioniert werden zu den Hauptessenszeiten um 12 Uhr mittags rum. Neben der großen Mensa findet man hier auch andere Angebote des Studentenwerks, beispielsweise das BAföG-Amt oben in der ersten, also in der zweiten Etage oben drüber oder auch die Beratungsangebote des Studentenwerks für Wohnplätze, Studentenwohnheime und ähnliches. Im Erdgeschoss sind noch kleinere Läden, wie zum Beispiel das kleine Einkaufsläden für Schreibbedarf und ähnliches. Und auch eine Sparkasse ist hier auch mit drin.